Hallo, grüß euch. Ich bin der Martin Pohl. Es freut mich, dass ihr mich heute besuchen könnt. Und jetzt schauen wir ins Atelier runter. Ich bin der Martin, bin in Finchgau geboren, das heißt in Torsch bei Latsch. Und wir waren 7 Kinder, ich bin der jüngste von den 7 Kindern. Und der Vater war Tischler und Bauer. Die Mutter war auch beim Bauernhof dabei und hat sehr mitgeholfen, war eine sehr religiöse Frau auch. Und ich bin schon als Kind beim Vater in der Werkstatt rein, in der Tischlerei und habe da natürlich immer mitgearbeitet. Und das hat mir eigentlich gut gefallen und da hat eigentlich das Ganze mit dem Handwerk und mit der Kreativität angefangen. Und dann habe ich ganz gern gezeichnet und das habe ich dann mehrere Jahre gemacht, bis ich die Mittelschule fertig gehabt habe. Und nach der Mittelschule hat es mir eigentlich, habe ich mir gedacht, Kunst interessiert mich stark und ich möchte in der Richtung etwas machen, zeichnen, malen. Und oder Skulpturen machen. Und dann bin ich nach Grieden, nach St. Ulrich hin, habe dort die Kunstschule gemacht und habe mich zuerst in Bildhauerei ausgebildet. Danach habe ich mir überlegen, was ich jetzt weitermache. Und dann bin ich nach Wien, dort ist ja die Kunstakademie, habe dort eine Aufnahmeprüfung gemacht und bin halt bei den Glücklichen dabei gewesen, die was aufgenommen worden sind. Und war dann unterwegs mit Studieren. Und habe dann Malerei studiert bei Caramelle, das ist ja Tiroler Professor. Und habe dann noch 2-3 Jahre studiert und habe mich intensiv mit der Malerei auseinandergesetzt. Man fängt ja an, zuerst einmal ganz Naturstudien zu zeichnen und jeder versucht nachher seinen eigenen Weg zu finden. Das ist ja immer sehr schwierig, dass man die eigene Handschrift auch herausfindet. Dann bin ich weiter, dann hat mich vor allem die abstrakte Kunst interessiert. Ich war ja 4-5 Jahre in Wien und habe dort nachher mich ziemlich mit der abstrakten Malerei auseinandergesetzt. Und natürlich denkt man dann immer wieder nach an der Heimat und was fällt einem eigentlich ein. Und was mich allem inspiriert hat, ist gewesen in Südtirol die Berge. Die Berge sind mir eigentlich immer in Erinnerung geblieben und da habe ich versucht dann, so einen Berg im abstrakten Sinn nachzumalen. Aber es geht mir nicht darum, dass ich einen Berg nachmale, sondern nur die Erinnerung. Was bleibt mir eigentlich in Erinnerung? Und dadurch habe ich dann angefangen, solche Bergformationen oder wie man sagen kann, so spitz gemacht. Und es geht um die Erinnerung nach Südtirol. Und so sind diese Berge dann auch entstanden. Was mich hauptsächlich auch interessiert, ist das Freie, dass man machen kann, was man will in der Kunst. Und das ist ja Schöne in der Kunst, dass man sich frei bewegen kann und nicht muss Vorschriften hat, was will ich machen, sondern man malt das, was einem auch gefällt. Also arbeiten tue ich hauptsächlich mit Pigmenten, nicht die Farben aus der Tube aus. Das sind Pigmente, die kommen aus Deutschland, die kommen aus verschiedenen Ländern. Das sind organische oder Erdpigmente zum Teil auch, wo man, die werden gewonnen aus Pflanzen oder aus Blumen und so weiter. Und die werden auch verfeinert, die werden zermalt und haben da eine ganze feine, ist wie ein feines Pulver. Schaut das aus, das Pigment. Das Pigment natürlich muss man mit einem Bindemittel muss man sie vermischen. Jetzt sage ich ganz kurz, wie man so eine Farbe eigentlich herstellt. Weil der Vorteil ist für die Farbe, dass sie viel intensiver wird. Sie wird viel schöner, als wenn man eine Farbtube hernimmt. Sie hat viel mehr Kraft. Und das geht mir ja in der Malerei hauptsächlich auch um die Farbe, die was wirklich kräftig sind. Man sieht ja bei den Arbeiten dann, dass die Farbe für mich ganz ein wichtiges Thema ist. Dann probieren wir jetzt einmal da ein bisschen, wie das funktioniert. Das ist ein Bindemittel, das in einen Mörser da einlädt.
praktisch muss man ein bisschen eine Flüssigkeit rein tun. Das ist so fast wie ein Leim, kann man sagen, ein Leim. Und dann wird ganz fein, wird nachher das Pigment eingegeben. Und jetzt müssen wir es mit dem Messer zerreiben. Jetzt wird es ganz fein. Jetzt verbindet sich das Bindemittel mit dem Pigment. So, jetzt hat es die richtige Stärke. Und natürlich kann man nachher ein anderes Pigment einmischen, ein Rot dazugeben oder ein Rot. Nachher werden wir schauen, wie sich die Farbe ein bisschen verändert. Jetzt kriegt man nachher einen schönen Farbton raus. So. Jetzt war recht, kann man es schon ein bisschen ausprobieren, mal die Farbe, wie die ausschaut. Da nehmen wir mal einen Pinsel her, ein bisschen. Da sieht man jetzt schon. Jetzt haben wir schon den Blauton, den, was ich eigentlich nachher bei meinen Bergbildern als Hintergrund hernehme. Meine Bilder werden meistens mit Leinen bespannt. Das ist ein Naturleinen, den was ich auch früher schon in der Malerei, auch in die Kirchenmalerei, haben sie den Naturleinen verwendet. Der Naturleinen wird dann auf einen Rahmen aufgespannt, auf einen Rahmen. Der wird aufgezogen, dass er schön glatt ist. Und der nächste Schritt ist eigentlich, da sieht man jetzt, wie praktisch der Rahmen dahinter ist, das ist der Hintergrund vom Bild. Und der nächste Schritt ist, man muss nachher in Leinen grundieren. Mit einem weißen grundiert, dann wird es einmal 4-5 Mal grundiert. Da ist ein Untergrund von 4 verschiedenen Flächen. Weiß zuerst und dann ein schwarzer Grund. Und als nächstes kommt nachher das weiße Pigment. Und nachher wird das mit der Spachtel ganz leicht über dem Bild geschoben, über der Leinwand. Und je nachdem, wenn ich jetzt da mehr Druck, nachher kommt die untere Fläche, wird nachher, sieht man das schwarz durch. Wenn ich weniger Druck, nachher tut sich das wieder zu. Und dann sieht man die weißen Monochromen oder die ganz dichten Flächen oder so, Farbschichten. Und meistens werden die Bilder alle liegend gemacht, so in der Richtung werden sie gemacht. Und bevor sie trocken sind, stelle sie auf, nachher rennen diese Spuren runter. Und so entsteht eigentlich so ein Bild. Nachdem ich gefragt worden bin, da mitzumachen. Das natürlich hat mich sehr gefreut, weil ich gehört habe, dass die Arbeit in Altersheim ausgestellt werden, weil normalerweise stellt man ja die Arbeit in einem Museum oder in einer Galerie aus. Das ist für mich ganz ein neuer Zugang, dass auch ich die Möglichkeit habe, meine Arbeiten zu sehen. Natürlich freut es mich auch sehr, dass genau in Finchgau, Schludern, sich diese Arbeiten die Möglichkeit habe, das anzuschauen. Und ich wünsche euch natürlich viel alles Gute und ich hoffe, dass ihr auch mit meinen Arbeiten Freude habt.